wunderschönen guten Tag zurück zu Baphomets Fluch 1. Da sind wir wieder. Und jetzt werden wir mal ganz schnell zum Ulta und ihm sagen, ey, guck mal, Ulta, wir haben richtig Mäuse, Junge, wir haben richtig Ocken. Damit kannst du uns bis nach zurück nach Hause bringen, wenn das sein muss, ja? Nee, wahrscheinlich nicht. Der wird uns wahrscheinlich genau deinen Preis berechnen, den wir, was wir an Geld haben dafür. So. Jetzt freut er sich wieder so. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ja, ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Alles klar, Junge. Kollege Mann. Nochmal zum Thema Bull's Head Hill. Sie haben Verlangen, diese wunderbare Naturschauspiel zu besuchen. Sehen, ja? Mhm. Tja, vielleicht. Unglaublicher Glücksfall. Bull's Head Sonderangebot, nur 50 Yankee-Dollar. 50, wie? Ja, komm. Ich glaube, vielleicht kann man eh noch irgendwie handeln oder so, aber komm. Okay, abgemacht. Hier ist die Knete. Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, bare Knete zahlt die Miete. Miete. Mister, wir müssen uns in Eile üben. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Oh, okay. Ich bin in einer Minute da. Ey, Schuhe, Alter. Meine Herren. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften. Also lasse ich sie lieber auf der Theke. Sehr nett. Okay, also. Oh. Endlich kommen wir hier mal ein Stück weiter, ne? Endlich. So, gehen wir mal hinten nach Ulta. Ich weiß nicht. Ja doch, gehen wir mal hin. Und der wird uns, glaube ich, sagen, war da nicht irgendwas mit dem Dingen? Hat er nicht immer gesagt, neue Keilriemen? Hallo, braucht Ulta. Neue? Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Go. Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marib. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bah, Ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr haben vergessen, was Taxis sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durch Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten, wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. Ich habe mir schon einfallen. Was sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder, damit so können stehlen Kette? Sie ganz krümelig im Keks, was? Ich dachte jetzt eigentlich, der war damit, gut, scheinbar nicht. Ich dachte... Tschüss, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, all überhin, Mister. Wir brauchen also einen Keilriemen. Scheiße. Wie soll ich denn... Kann uns der Dinges noch mal helfen? Verdammtes Taxi, jetzt hat es eine Panne. Wie kann ich helfen, es zu reparieren? Wir nehmen uns einfach mal einen Tipp. Du benötigst etwas Ähnliches wie einen Gürtel, also ein Langstreifenmaterial. Ja. Woher nehmen? Ich nie graben. Woher nehmen? Gut, der Tipp hat mir jetzt nicht super geholfen. Weil das einfach nur heißt, wir müssen wieder alle anquatschen, glaube ich, ne? Neo, bitte hilf Hallo, mir. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Scheinbar gar nicht. Was hältst du von der Spülkette für die Toilette? Bauen Sie eine Toilette in kleinen Raten zusammen? Ja. Nein. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Ich brauche einen Gürtel. Ah, ich weiß schon. Ich habe eine Idee. Und zwar gehen wir jetzt mal zurück zum WWC, zur Toilette. Und das Handtuch-Dingen können wir bestimmt irgendwie auseinandernehmen. Die Frage ist nur, wir haben den Schlüssel gerade abgelegt, aber die Tür ist offen, ne? Ich denke mal, dass man da jetzt einfach rein kann.
Machen du mal gehen in die Tür. Ich weiß, dass die Tür verschlossen ist. Ich brauche den Schlüssel, um da reinzukommen. Ernsthaft? Dann machen du jetzt nochmal gehen in Tür. Ich weiß, dass die Tür verschlossen ist. Ich brauche den Schlüssel, um da reinzukommen. Oh, du hast den Kackschlüssel doch. Nimm. Alles muss man dem Jungen vorkauen. So, und jetzt möchte ich gerne das Ding hier haben. Ich muss haben irgendwas ummachen. Hä? Nein. Nein. Auch nicht. Ich nicht verstehen, was muss machen, damit kaputt gehen. Auch nicht. Der Spiegel. Irgendwas ist auch mit dem Spiegel. Was muss machen mit Spiegel? Nichts muss machen mit Spiegel. Aber irgendwas muss doch hier sein. Irgendwie müssen wir das hier auseinandernehmen. Ich weiß aber nicht wie. Ich nehme mal noch einen Tipp. Ich habe nämlich keine Lust, die Ewigkeiten dauernd zu sitzen. In der Toilette gab es doch ein Endloshandtuch. Ahahaha. Ja, danke. Really? Wieso mit dem Schlüssel? Hä? Warum? Und den zweiten Tipp hätten wir uns sparen können. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch gehe, ne? Ist jetzt nicht so. Jetzt habe ich doch wieder den Schlüssel dabei. Es scheint mir unfair, ja, mit den Kloschlüsseln zu verduften. Also lasse ich sie lieber auf der Theke. Sehr vernünftig. Es ist jetzt nicht so, dass ich super müde wäre, aber es ist schon eine relative Uhrzeit, sagen wir mal. Deswegen ist das einfach Gewohnheit, zu so einer Uhrzeit zu gehen. Ja? Also entschuldigt mich, falls ich zwischendurch mal gehen tue. Das passiert einfach aus Gewohnheit. Ja? Weil ich hatte nämlich jetzt noch... Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Genau. Ich hatte einfach Bock, jetzt noch aufzunehmen. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir das heute noch durchkriegen oder nicht. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber ich wollte auf jeden Fall noch weiter aufnehmen. Weil irgendwann wollte ich bei Fumis Fluch tatsächlich auch mal durchkriegen. Ich wollte auch gerne mal wieder was Neues anfangen. Und deswegen ist es schon ein relatives Ührchen. Wollte ich nur mal eben so in den Raum werfen. Können Sie damit etwas anfangen? Mein Freund, das sein richtige Teil. Wow. Mein Freund, das ist ein richtiger Teil. Musik wird super krass. Er macht ein Auto wieder ganz... Ulta nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in zwei Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann. Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bull's Head? Einige Stunden später. Was soll denn dieses Fernrohr-optische Ding? Was soll das denn? Wer guckt denn da durch das Fernrohr? Warum denn nicht gleich so? Verstehe ich nicht. Hätten wir das die ganze Zeit nicht so machen können? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt auf einmal hier hochgekommen sind, wenn der LKW doch da unten war. So richtig begreiflich ist mir das nicht. Aber gut. Wenn du sagst, das ist richtig, dann ist er richtig.
So, was macht er denn jetzt hier? Okay, erstmal einen Stock abbrechen und sich in die Jacke schieben. Wie der sich alles einfach in die Jacke schiebt, ne? Viel können wir hier tatsächlich nicht machen. Wir haben aber einen Stock. Der Stock, den ich abgebrochen habe, ist überraschend hart und lässt sich nicht biegen. Ja, wow, krass. Er hat das Prinzip von Holz verstanden. Megamäßig, Junge. Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Ich glaube nicht, dass der Baum noch großartig lebt, wenn ich mir den so angucke. Also viel können wir hier nicht machen. Das Einzige ist das da, aber... Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Verankerungspunkt für was? Stock und Dingen. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Und jetzt nehmen wir das und machen hier drüber. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Nicht. Doch. Ja, hör mal, wir sind ja... Das ist ja Wahnsinn, was wir... Hör mal, wir sind ja... Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Nee. Ich glaube, dann hättest du auch tatsächlich... Da hat dir das Tuch gar nichts gebracht dabei. So, wir gucken uns jetzt hier mal so ein bisschen um. Viel gibt es hier nicht zu sehen. Da geht eine Hand nach da, wobei ich nicht glaube, dass wir da hingehen können. Dann haben wir da irgendwas. Hier können wir nichts machen. Das sieht aber sehr verdächtig aus, wenn du mich fragst. Sehr verdächtig aus. Nach oben hin können wir nicht. Also, wenn das hier heißt, dass wir weggehen können, möchte ich da eigentlich nicht hingehen, weil wir wollen ja hier nicht weggehen. Boah, Junge, der läuft aber auch langsam, ne? Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber was denn? Was riskiere ich schon? Außer einer möglichen Verstümmelung natürlich. Keine Klinge hat meine Hand am Gelenk abgetrennt. Kein Skorpion mich gestochen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Ja. Was ist damit? Hast du ihn jetzt... Was hast... Ja? Ich greife den Ring ganz fest, versuche nicht an tödliche Fallen zu denken und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. Na, habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Okay, die Hand sagt weggehen, aber wir wollen ja nicht weggehen, wir wollen ja da reingehen jetzt, ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir da nicht hin müssen, wir müssen da hin. Ich gehe jetzt einfach da rein. Boah, das sieht aber geil aus. Wer ist er denn? Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Tja, ich schätze mal, wir sind eingesperrt. Okay, wir untersuchen mal erstmal alles, weil das macht Sinn. Wir gucken uns erst noch, hallo, geht das mal, danke, danke. Erstmal nehmen wir die Tür an, ne? Das ist ja, ich meine... Ich kann nicht umhin, die schwachen, blutigen Fingerabdrücke auf dem Stein zu bemerken. Als ob jemand versucht hätte, sich mit den Fingernägeln durchzukratzen. Okay, also wir wollen ja eigentlich noch gar nicht wieder raus, weil wir sind ja gerade hier drin und wir wollten ja hier rein. Also müssen wir erstmal gucken, was wir hier drin haben. Das heißt, raus wollen wir erstmal noch nicht. Raus wollen wir erst, wenn es nicht mehr anders geht. Hm? So, wir haben hier eine wunderschöne Statue. Oh! Okay, hier fällt mir auf, diese Statue hat drei Gesichter quasi, so wie auf unserer komischen Karte. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Na gut, wenn du das sagst. So, was ist denn mit ihm? Oh, er ist aber hübsch. Ja, was ist er hübsch? Meine Herren. Also. Ich durchsuche die Leiche. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen. Hm.
Ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, die mehr Spaß gemacht haben, als eine Leiche zu durchsuchen. Aber da meine Lebenserwartung derzeit doch recht gering ist, finde ich, ich sollte jede neue Herausforderung annehmen, die sich mir bietet. Vorsichtig öffne ich das Jackett. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Okay. In dem Beutel befindet sich nichts mehr. Dann haben wir hier noch die... Bei der Erkundung alter Ruinen können Peitschen ja ganz nützlich sein, aber als Gefangener in einer Höhle sind sie völlig nutzlos. Klausner hielt sich wohl für eine moderne Version von Indiana Jones. Tja, ich würde sagen, da hat er nicht, also... haben nicht viel gebracht. Kann ich die jetzt mitnehmen? So viel zu den Peitschen. Alles nur Show. Ah, toll. Was immer auch in der Flasche war, es wurde ausgetrunken. Klausner muss dehydriert und verdurstet sein. Wahrscheinlich. Ich durchsuche Klausner einmal, finde aber nichts an der Leiche. Okay, also wir haben auf jeden Fall eine Linse bekommen. Warum er die Peitsche und das andere nicht nimmt, weiß ich nicht. Dann haben wir hier noch eine Tafel oder sowas. Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay, das muss reichen. Ich weiß halt nicht, was das heißt. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Also mit dem... Und damit müssen wir jetzt irgendwas machen? Okay, da geht nicht. Wieso hat er denn hier in die Flasche und das Ding? Das ist doch irgendwie merkwürdig. Das kann ich nicht. Das kann er nicht. Was kannst du eigentlich? Das kann ich nicht. Kann er nicht. Das kann ich nicht. Komm, wir beleben ihn wieder. Funktioniert natürlich nicht. Was könnte hier sein? Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Ja, komm, hast du gerade schon gesagt. Warum geht das denn nicht? Ich dachte, vielleicht geht das. Das geht auch nicht. Okay, ich bin gerade, ich würde nicht sagen, verzweifelt, aber ich weiß gerade nicht so ganz. Ich will ja eigentlich noch gar nicht. Will ich denn hier schon? Ja gut, ich habe die Linse, ne? Die ist nicht ganz unwichtig. Vielleicht war das, was wir brauchen. Können wir die Tür aufhebeln? Nee. Irgendwie gibt es was Mechanismusmäßiges. Nee, wird nicht. Also diese Folge nehmen wir mal keinen Tipp. Wir versuchen jetzt nochmal... Mir fällt nichts ein, was ich mit der... Ja, ja, komm, laber kann man keinen Scheiß. Wir versuchen einfach mal das so zu lösen. Also hier ist aber... ein Zahnrad, ne? Also hier muss irgendwas gemacht werden. Ja, ein Foto wird es ja nicht sein. Verstehe halt nicht, warum der eine Flasche und das Ding hat. Man kann sie sich angucken, aber man kann damit nicht interagieren. Finde ich merkwürdig. Und wieso gibt es hier sonst nichts zu tun? Schwierig. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Und nächste Folge gucken wir uns an, mit einem Tipp am besten dann erstmal, was hier der nächste Schritt ist, weil ich sehe gerade nichts. Ihr könnt ja mal ein bisschen rätseln bis zur nächsten Folge. Ein bisschen grübeln. Falls ihr eine Idee habt, schreibt mir in die Kommentare. Weil... mir... ja, ja, dir fällt nichts ein. Ist mir aufgefallen. Weil ich sehe nichts, was wir hier machen könnten. Gut, gucken wir uns nächste Folge einfach mal an. Da wird uns bestimmt noch irgendwas Tolles
auf einmal auffallen oder so, keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Schussen.